Ein schnurriges Hallo und willkommen zum Panti spielt Weihnachtsspecial an Heiligabend. Natürlich habe ich auch heute wieder den emulierten C64 ausgepackt, wie schon an den vier Adventssonntagen, und habe mir diesmal ein weihnachtliches Spiel rausgesucht. Und da heute ja eher eine besinnliche Zeit ist, möchte ich nicht zu viel von eurer Zeit stehlen, sondern werde tatsächlich heute keine halbe Stunde machen, sondern etwas kürzer. Dafür haben wir noch einen schönen weihnachtlichen Abschluss, den ich am ersten Advent schon mal angeteasert hatte. Aber lasst uns mal anfangen. Dieses Mal kommt das Spiel nicht von der Diskette, sondern vom Band. Also müssen wir einfach nur Load schreiben und am Band Play drücken. Das ist dann hier Play. Das ist, ich habe vergessen, zurückgespult, zurückzuspulen. Nun ja, gucken wir mal, was hier rauskommt. Das habe ich tatsächlich selber noch nicht ausprobiert. Hier sind zwei Programme auf der Kassette. Starten wir mal Santas Xmas Pick. Ach, das ist wohl das Titelbild vom Spiel. Wir spielen nämlich Santas Xmas Caper von Zeppelin. Ja, und das war's auch schon. Daher spulen wir doch eben, das mache ich mit der Maus im Menü, spulen wir doch eben mal Rewind die Kassette zurück zum Anfang, bitte. Ganz an den Anfang. Anfanger geht's nicht. Ja, so ist das mit einer Kassette. Das Band muss zurückspulen. Data Set Control. Stopp. Ich drück zur Sicherheit mal verschiedene Reset-Sachen. Load, Press Play on Tape. Das machen wir jetzt wieder. Data Set Control. Start. Jawohl, das ist das Programm, was wir haben wollen. Santas Xmas C.plus. Santas Xmas Cape. So, und dann starten wir das Spiel direkt, nachdem es von der beschleunigten Kassette geladen wurde. Die Kassette läuft da im Hintergrund weiter, das interessiert uns und den Computer nicht. Und natürlich ist auch dieses Spiel geknackt worden. Habe ich ja schon mal gesagt. Das war üblich, dass man geknackte Spiele hatte, weil Originale gab es ja quasi nicht. Es gibt einen Podcast, den Spielebitter, nein, den Stay Forever Podcast, die wiederholen, die Interesse ist nicht, das zu wiederholen, dass es keine Originale und auch keine Handbücher gab. Wer den nicht kennt und solche alten Spiele interessant findet und die Geschichte von Spielen interessant findet, auch von neueren, also so auch 90er, 2000er und so, der sollte sich wirklich mal den Stay Forever Podcast anhören. Der ist echt interessant gemacht. Die Folgen gehen zwar alle sehr lang, aber man erfährt vieles Interessantes auch darüber, wie die Spiele entstanden sind und über die Firmen, die dahinter stehen. So. Aber jetzt würde ich sagen, muss ich jetzt mal gucken, wie es weitergeht. So, ich benutze keinen Trainer. Joystick Import 2, das ist er. So. Da lädt er wieder. Keine Ahnung, was das ist. Das ist, kann der Hack sein oder irgendein Speicherkompressionsding. Macht eigentlich keinen Sinn, dass da unten was erscheint. Und da ist das Spiel. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. In diesem Spiel haben irgendwelche kleinen Wesen die ganzen Geschenke geklaut und böse gemacht. Und wir müssen alles abschießen, um zum Ziel zu kommen. Es ist ein simpler Side-Scrolling-Shooter. Immer schwerer wird, je weiter man kommt. Nichts getroffen werden. Und alles fliegt durch die Gegend und schießt. Und hier sind wir auch schon gegen eine Trommel geflogen. Selbst die Ballons wollen uns umbringen. Und dieser Kreisel und dieser Ballon. Tatsächlich muss ich diese Folge nämlich jetzt schon zum zweiten Mal auf, als beim ersten Mal. Ersten Mal irgendwie den Ton von meinem Mikrofon nicht richtig aufgenommen habe.
schießen wir mal. Und beim letzten Mal war ich eindeutig besser. Das Interessante ist, ich schieße Geschenke ab und ich schieße mit Geschenken mit dem gleichen Zeug, mit dem ich beschossen werde. Durchfliegen und ich kann auch nur nach vorne schießen. Und das war ein extra Leben. So, ein Haus. Und da kann ich ja gar nicht abschießen, da komme ich ja gar nicht hin. Zu hier den Bomben, die die verschießt, ausweichen. Oh, okay. Das ist schon der Endboss hier. Und ich bin genau in die Trommel reingeflogen und habe das Spiel verloren. Wir probieren es gleich nochmal. Also mit 6 Minuten speise ich euch natürlich nicht ab. Mein Ziel ist eigentlich, zumindest den ersten Endboss zu besiegen. Und damit ins zweite Level zu kommen. Also mein Problem ist, dass ich die Explosion teilweise nicht von den Schüssen auseinanderhalten kann und dann anfange total verwirrt zu sein. Reingeflogen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, was es war. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal weg war. Das war knapp. Beinahe wäre ich in das Männchen reingeflogen. Weil schließlich tötet mich nicht nur die Schüsse von den Viechern, sondern die Viecher selbst. Oder das sollen, so wie ich es verstanden habe, sollen das widerlich ausgewichen böse Geschenke sein. Die irgendwelche Feenwesen haben die Geschenke böse gemacht. Ich hatte jetzt erwartet, dass ich das noch abschieße, bevor ich getroffen werde. Tatsächlich. Boah, ja, da hatte ich keine Chance. Das ist mein letztes Lied. Moment, ich kann hier durch das... Nein, kann ich nicht. Ich war nur kurz in Funk. Das probieren wir nochmal, das können wir besser. Das können wir besser. Ich wollte eigentlich nur nach hinten. Ja, die Geschenke wurden böse gemacht von irgendwelchen bösen Feenwesen und ich muss sie mit anderen Geschenken abschießen. So richtig Sinn gibt die Story nicht. Irgendwie mit aller Gewalt eine Story drauf zu flanschen, finde ich jetzt nicht sonderlich gelungen. Wenn sie ehrlich gesagt einfach sagen sollen, ja hier, okay, du bist Santa und alles will ich umbringen. Bitteschön, Feuer frei. Ich kann zum Beispiel hier unten diese Feenwesen, die da im Fensterchen sind. Und nein, das sind tatsächlich nicht meine Elfen, das sind Fairies. Nee, Pixies. Pixies. So, ich weiß tatsächlich nicht, was Pixies auf Deutsch sind. Aber irgendwas, sowas wie Feen, aber Feen wären eigentlich Fairies. Aber das ist das
Das sind die, die tatsächlich quasi während, die haben irgendwie meine ganzen Essen und Trinken mit Wein versetzt. Jetzt fliegt das Ding wieder runter. Also die Geschichte, wie gesagt, die Geschichte finde ich ist sehr absurd und sehr wirr. Ach, da war die Bombe, die auf mich zukommt. Ich glaube, das ist der letzte Versuch für heute. Ich bin tatsächlich nach den vier Adventssonntagsaufnahmen schon sehr müde. Und ich würde euch vor allem empfehlen, dass ihr zu Weihnachten guckt, ob ihr nicht irgendwelche Lieben über einen Remote Call, wenn ihr nicht jemanden habt, der eh schon bei euch wohnt, dazu holt und den Abend ihr gemeinsam genießt. Beziehungsweise, wenn ihr einen Kamin habt, macht das Feuer an, kuschelt euch in das Fenster auf, das Feuer an, kuschelt euch in eine Decke. Ich kann nicht weiter vor. Kuschelt euch in eine Decke und genießt einfach den Abend. Und das ist Santa's Christmas Caper. Zum Abschluss will ich euch jetzt nochmal das zeigen, was ich am Anfang schon mal angeteased habe, am Anfang von der ersten Folge, vom ersten Advent. Und zwar ist das die Weihnachtsdemo, die Commodore für das Jahr 82 rausgegeben hat. Diese Demo lief in einer Endlosschleife in allen Läden. Das heißt, man hat genau das immer gesehen, kurz vor Weihnachten, als Werbung für den Commodore 64. Und dazu werde ich es jetzt tatsächlich einmal mit Hand laden, einmal die Diskette einlegen. Ich habe gerade eben mal schnell überlegt, ob ich das, ich habe es tatsächlich gesondert aufgenommen, wie ich es reinstellen soll. Aber ich mache das mal so. Ich lade das. Load kann ich auch so abkürzen. Erstes Programm von Diskette. Und los. Und jetzt fängt das erstmal hier an und sagt hier Hallo. Ja, wie gesagt, das ist für Läden gedacht. Hier Hallo, schließt das bitte an ein gutes Soundsystem an, dass der Effekt super ist. Und dann kann ich auch sagen, naja, ich will, dass das jetzt im Laden endlos läuft. Dann drücke ich R. Aber ich möchte das jetzt einmal zeigen, also mache ich S. Dann lädt er. Das ist das, was ich am Anfang euch vorenthalten habe. Und jetzt möchte er, dass ich eine Taste drücke, dass es losgeht. Also ich wünsche euch viel Spaß bei diesem etwa 4 Minuten langen Video. Und wir hören uns dann danach wieder. Viel Spaß.
Und das ist der Werbeteil The Perfect Holiday Gift für nur $895. Und ja, das, was da steht, 64 Kilobyte Speicher, 16 Farben, das war damals High-End. So, und hier geht's wieder von vorne los. Das heißt, ich verabschiede mich, ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest, einen schönen Abend und esse jetzt noch die Lebkuchen vom 4. Advent und von Weihnachten. Die liegen hier nämlich noch. Ich habe jetzt bei den beiden Aufnahmen nichts gegessen. Also, ciao, miau.